Eigentlich ins Wasser? Nö. Oh gut. Ich muss so ein bisschen. Was ist. Was? Was ist denn das? Eine Bombe oder so? Ein kleiner Sprengkörper? Krass. Aber ist anscheinend nicht detoniert oder da kam vielleicht ein Gas raus oder so. Ja, es ist anscheinend doch wichtig, dass man sich bei diesem Spiel wirklich etwas genauer überall umguckt. Da findet man anscheinend ja doch noch so einiges. Hier noch irgendwas? Achso, da ist eine Blumenmülleimer. Ja, gut. Hey. Wenn das Ding ganz nah an mir dran ist, dann hört man ja so Stimmen und so. Ach, voll seltsam. So, ich muss mich mal eben orientieren. Also da ist der Shop gewesen, da war ich schon. Oder? Mal kurz da oben. Genau. Hier habe ich versucht reinzugehen, da war zu. Dann gehe ich jetzt hier lang, denn Stephen ist, glaube ich, hier lang gelaufen. Nachdem er da versucht hatte, die Farbe an dem Haus anzubringen. Badger's Loft. Wieder so eine offene Tür. Was ist das da für ein Zettel? Auch Quarantäne wahrscheinlich. Ja. Wir versuchen es trotzdem mal. Nope. Haus Nummer 9. Die haben einen großen Garten. Und hier haben wir wieder ein Radio. Heißt, neue Informationen für uns. Stromausfälle im ganzen Turm 6. Das Licht fließt wie Wasser. Seine Zielstrebigkeit ist überwältigend. Da ist etwas in... Steven? Steven, bist du das? Kate ist doch ziemlich beeindruckt anscheinend von diesem mysteriösen Licht. Ich denke mal, sie meint auch das Licht, was wir hier die ganze Zeit sehen. So. Jetzt sind wir hier auf einer Art Farm oder so. Ja, ich guck noch mal kurz da fertig. Vielleicht kann man ja hier in das Haus. Häuschen. Ah, okay, da ist nichts drin.
Da ist das Licht wieder. So, hier waren wir auch noch nicht. Das war das große Anwesen, was man von unten sah. Kann ich da reingucken? Ah, es ist auch offen. Dann gehen wir da drüber rein. Was ist das für ein Gebäude? Ich hatte ja gedacht, so eine Stallung oder so wäre das. Aber es scheint doch irgendwie ein Gemeindehaus oder so zu sein. Würde ich jetzt fast mal sagen. So groß wie das ist. Ja gut, gucken wir einfach mal. Wird man schon noch sehen. Stuhlkreis. Okay. Die ganzen. Was ist mit dem Bahnrad? Abgeriegelt. Es gibt keinen Weg ins oder aus dem Tal. Die meinen es mit dieser Grippe-Sache offenbar ernst. Phil glaubt nicht, dass es die Grippe ist. Er sagt, er praktiziert schon 30 Jahre und hat mehr als eine Grippewelle erlebt. Und das hier kommt ihm seltsam vor. Im Radio hört man auch nichts Hilfreiches. Tut mir leid, ich bin zu spät. Haben Sie angefangen? Ja, aber ehrlich gesagt gibt es nicht wirklich viel zu bereden. Die Quarantäne wurde verhängt. Die Straßen sind alle dicht. Niemand scheint irgendwas zu wissen, aber es sind eindeutig Menschen verschwunden. Und zwar viele, nicht mal ein paar Rentner. Seit gestern hat niemand die Sullivans gesehen und ihr Haus steht sperrangelweit offen. Ich komme gerade von der Farm. Franks Kühe sind in der Nacht alle gestorben. Er ist völlig am Ende. Ernst? Was für ein schlimmes Jahr für ihn. Erst Mary und jetzt Wenn das. Niemand kommt, um diese Sache aufzuklären, müssen wir es eben selbst tun. Barbara, Phil soll eine Bestandsliste seiner Medikamente machen. Jeremy, rufen Sie alle zu einer Versammlung in den Gemeindesaal. Am besten schaffen wir vorerst alle an denselben Ort. Ich organisiere die Vorräte. Wir werden viele Mäuler zu stopfen haben. Im Lager ist jede Menge, aber... Na, fangen wir mit dem an, was hier im Dorf ist. Ich schreibe einen Dienstplan. Charlie, kannst du mir dabei helfen? Für dich doch immer, Mac. Ich sammle die Familien ein, die weiter abseits im Tal wohnen und schaue bei Lizzie Graves im Camp vorbei. Weiß jemand etwas über Stephen Appleton oder seine Frau? Also einige Mitglieder der Dorfgemeinschaft haben sich hier wohl getroffen und so ein bisschen eigene Pläne geschmiedet. Klang ja auch alles ganz sinnvoll eigentlich. Okay, das ist die Planung für eine Feier. Die hat nichts mit dem Notfallplan hier zu tun. Jetzt wieder nach draußen. Ja. Hier wahrscheinlich auch. Ja, geht's nirgends hin. Dann gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo reinkommen. Aber da vielleicht. Eine Küche. Ja, ich würde sagen, es war hier so das Gemeindezentrum. Sowas in der Art. Gut. Bis auf die Szene war das jetzt aber nicht so ergiebig. Der rote Wagen sieht ja etwas verdächtig aus, finde ich. Steht da so mitten auf dem Platz.
So. Jetzt muss ich mal eben überlegen. So, das ist hier. Ja doch, ist ja dann das Combined Zentrum. Hier scheint so der Sportplatz zu sein. Was liegt da? Boah, ich dachte gerade... Mensch. Hat wieder gerade ganz kurz Stimmen gehört. Noch ein einsames Häuschen. Ob das noch zur richtigen Spielwelt gehört, ist die andere Frage. Oh, hier scheint noch was zu sein. Keller. Keller ist ja nie gut. Aber vielleicht finden wir hier irgendwas, was uns weiterhilft. Ich konnte es nicht aufhalten. Ich konnte halt nicht. Du, beruhigen Sie sich. Zurück. Es ist in meinem Korb. Power, halt. Vater. Vater, alles in Ordnung? Mein Knöchel. Oh, lieber Gott, ich glaube, er ist gebrochen. Howard, holen Sie Hilfe. Es ist niemand mehr da. Niemand kommt uns helfen. Bitte, Howard, holen Sie Hilfe. Weiß nicht. Sie sind im Licht. Ich kann Sie alle sehen. Im Licht. Ja, was er da wohl gesehen hat. Jedenfalls schien es ja gerade, ein Kampf war es nicht, aber der Howard schien ja kurz nicht so richtig bei Sinnen zu sein und hat den Pater dann hier runtergeschubst. Wahrscheinlich ohne das eigentlich wirklich zu wollen. Und es klang so, als wäre er besessen gewesen. Von diesem Licht. Aber sonst ist hier nichts mehr, was für uns interessant sein könnte. Gehen wir wieder hoch. Jetzt käme ich da nicht lang, oder? Doch. Geht's doch lang. Das hier kriege ich wahrscheinlich nicht auf. Ne. Ah, hier waren anscheinend Pferde. Bin jetzt nicht sicher, ob ich hier schon war. Ach nee, da ist das Licht.